Herzlich willkommen bei den European Championships hier in Zürich, liebe Zuschauer. Wir starten also wieder in der Schweizer Riemannsmetropole, schalten dann später nach Wien und kommen dann noch einmal am Abend gegen 18.30 Uhr hier nach Zürich zurück. Wir starten mit einer Live-Übertragung der Entscheidung im Doppel zwischen Conchita Martinez und Patricia Tarabini aus Spanien bzw. Argentinien gegen die Südafrikanerin Marianne Diswort, die im Moment aufschlägt. An ihrer Seite Elena Tatarkova aus der Ukraine. Den ersten Satz gewannen die Favoritinnen. Martinez Tarabini mit 7:6. Im zweiten ein Einbruch. 3:6 musste diese abgegeben werden. Und jetzt im entscheidenden dritten, da führen die Außenseiterinnen Diswort und Tatarkova mit 3:1. Sie liegen ein Break vorn. Im Bild Conchita Martinez, die sich gestern recht unrühmlich verabschiedet hat. Sie flog raus in der Einzelkonkurrenz, an 3 gesetzt in der Einzelweltrangliste, die Nummer 7 von Conchita Martinez unterlag. Irina Spirilea mit 2:6 und 6:7. 4:1 Führung für Diswort Tatarkova. Nach diesem Doppel kommen wir zum ersten Einzel des Tages zwischen Lisa Raymond und Nathalie Tosia. Und so, wie das Match im Moment verläuft, werden diese beiden auch am Ende gut lachen haben, denn sie diktieren im Moment dieses Doppel. Favoritinnen sind die Williams Sisters, die heute Abend im Doppel spielen werden gegen Kuza Kurnikova. Ein interessantes Doppelduell und hier haben wir den Stand. Martinez Tarabini 7:6, aber dann 3:6 und jetzt 1:4 zurück. Ein Break in diesem entscheidenden dritten Satz. Überraschend, dass Martinez Tarabini so stark abbauten im zweiten Durchgang. Vielleicht fehlt vor allem Conchita Martinez die Konzentration, weil ein wenig die Kraft. Sie spielte gestern Abend ihr Match, war sehr unzufrieden, hatte mit Sicherheit keine gute Nacht. Aber auch ihre Partnerin, Patricia Tarabini, die ja zu den Doppelspezialistinnen zählt, hat heute nicht den besten Tag erwischt. In der Doppel Team-Rangliste, da führt ja das Gespann Davenport-Zvereva. Lindsay Davenport, die neue Nummer 1, die gestern ihr Auftaktmatch mit Schwierigkeiten gewinnen konnte. Sie trifft im Viertelfinale auf Amanda Kuza. Am morgigen Tag, gestern bezwang sie die Französin Julie Allard de Gugy. Nachdem sie im ersten Satz schon 1:4 zurückgelegen hatte, gewann Lindsay Davenport dann doch noch glatt in 2 Sätzen 6:4 und 6:2. Aufschlag Conchita Martinez kommt aus Barcelona. Mit Tarabini stand sie im letzten Jahr im Finale der Italian Open. Früher spielte ja die Spanierin an der Seite von Gigi Fernandez. Tarabini begeht viele Fehler, die völlig unverständlich sind, dieser Art. Sie nimmt es mit einem Lächeln, aber leicht verzerrt, denn ganz klar, das darf nicht passieren. Vorne am Netz 0:15. Aber auch Martinez kann nicht die nötige Sicherheit geben. Vielleicht erklärt sich auch so der Einbruch im zweiten Satz. Die Williams Sisters, also heute Abend gegen das Gespann Kuza Kurnikova, Amanda Kuza, die Viertelfinalgegnerin von Lindsay Davenport. Anna Kurnikova flog ja schon raus in Runde 1 gegen Dominique Monrost nach 17 Doppelfehlern. Es kann eigentlich nur besser laufen dann in der Doppelentscheidung. Außerdem Raymond Stubbs gegen Bollegraf Graham und Likotseva Tsukayama gegen Adams Neiland. Die Siegerinnen dieses Spiels hier im Viertelfinale werden treffen im Halbfinale auf die Siegerinnen der Begegnung Likotseva Tsukayama, Adams Neiland. 30 beide. Wie sieht das heutige Programm aus hier in Zürich? Lisa Raymond, Nathalie Tosia im Anschluss live hier bei uns. Dann schalten wir nach Wien. Hier in der Zeit die Begegnung Amélie Mauresmo aus Frankreich gegen Dominique Van Roost.
und nicht vor 18.30 Uhr. Corina Morari aus den USA gegen Venus Williams. Sicherlich eine spannende Begegnung, die wir Ihnen live präsentieren möchten. Dann Patty Schnieder gegen ihre Doppelpartnerin und Freundin Barbara Schett aus Österreich. Und dann am Abend die Williams Sisters gegen Kuza Kornikova. Martinez mit Glück. Hätte sie per Smash schon zum direkten Punkt kommen müssen. So hilft die Netzkante, um auf 2:4 zu verkürzen. Aufschlag Elena Tatarkova, die leicht gehandicapt ist. Der rechte Oberschenkel ist stark getaped. Eine leichte Zerrung, die sich eingestellt hat. Gerade die Doppelspielerinnen leiden ja etwas darunter, dass der Trainingsplatz doch langsamer ist als dieser Greenset-Belag, sehr schnell und gewöhnungsbedürftig. Mit viel Übersicht von Conchita Martinez, die hier im Kreis derer vier Spielerinnen eindeutig im Einzelbereich die stärkste ist, auch wenn sie das gestern nicht hat bestätigen können. Diese Oberschenkelverletzung irritiert Tatarkova etwas beim Aufschlag, denn sie muss sich mit dem rechten Bein abdrücken. Und gibt es dort einen leichten Stich, überträgt sich das natürlich auf den gesamten Körper. Aber bislang hat sie ihre Aufschlagspiele bis auf eine Ausnahme durchbringen können. Der war noch ganz klar drin. Nimmt das Risiko in Kauf, 30 beide. Marianne Desmond, ja, federführend in diesem Gespann. Spielt heute sehr sicher, macht Druck und baut ihre Partnerin immer wieder auf bei den Wechseln, bei den Pausen zwischen den einzelnen Spielen. Tolle Reaktion, trotzdem geht der Ball ins Aus. Und damit die Break-Möglichkeit für Martinez Tarabini. Die haben sich das hier sicherlich leichter vorgestellt. Aber es sei noch einmal gesagt, Conchita Martinez, die hier auch ein wenig müde und abgespannt wird, musste gestern am Abend spielen. Und sie verlor, und das baut natürlich nicht gerade auf. Erneut hilft die Netzkante dem favorisierten Doppel aus Spanien bzw. Argentinien. Sie verkürzen auf 3:4 und haben die Möglichkeit, gleich bei eigenem Aufschlag hier wieder alles in die Reihe zu bringen, bzw. auch für beide auszugleichen, denn es ist ja jetzt wieder alles in der Reihe, das Break. Und jetzt das Rebreak. Im Doppel, da geht es doch sehr viel lockerer zu. Auch die Doppelpartnerinnen natürlich befreundet oder meist befreundet, so sollte es zumindest sein. Am Frühstückstisch beispielsweise beieinander. Im Einzel sieht das ganz anders aus. Heute früh beispielsweise Lindsay Davenport sehr konzentriert. Schirmte sich ein wenig ab. Gestern war sie froh, ihr erstes Einzelchen in Zürich überstanden zu haben. Erfolgreich. Sie wusste von vornherein, dass es nicht leicht werden würde gegen Julie Allard. Und sie sagte, ich bin keine Steffi Graf, keine Monika Seles zu besten Zeiten, keine Martina Navratilova. Das werde ich auch niemals sein. Ich werde immer kämpfen müssen, gerade in den ersten Runden. Deutliche Zweisatzsiege werden zwar erwartet von den Fans, von den Journalisten, aber nicht unbedingt von mir. Sie gibt sich nach wie vor sehr, sehr bescheiden,
hat viel Respekt vor Amanda Kuzza, sagt, diese ist pfeilschnell, bringt fast jeden Ball zurück. Sie wird sich steigern müssen, das ist auch ihr klar. Meistens wird Patricia Tarabini gesucht von Marianne Desmond und Elena Tatarkova. Die Fehlerquote der Argentinierin höher als bei der erfahrenen Spanierin. Viel Ballgefühl von Elena Tatarkova. Die richtige Entscheidung, dieser Lob. Hervorragend getimt. Ja, und wieder wird die Argentinierin ins Spiel gebracht, aber diesmal besteht sie dieser Feuertaufe. Die Sporthalle, die Sportarena hier am Schlüffweg ist am frühen Nachmittag bei weitem nicht voll gefüllt. 6000 Zuschauer haben Platz, etwa 1,5 werden es sein. Das wird am heutigen Abend schon ganz anders aussehen, wenn dann Patty Schnieder in Aktion tritt. Sie, die Hoffnungsträgerin der Schweizerin für beide. Die alleinige Hoffnungsträgerin, denn Martina Hingis, sie musste ja absagen, ist übrigens untergetaucht. Man hatte erwartet, dass sie hier vielleicht eine kleine Stippvisite einlegen würde. Dem ist nicht so. Sie möchte den verletzten linken Knöchel auskurieren, gönnt sich ein wenig Ruhe und rastet, bis es dann wieder soweit ist, um mit dem Training zu beginnen. Marianne Desvoort serviert 15-0. Viel Kraft im Aufschlag im ersten Service. Und sie gibt ganz klar hier die Kommandos beim südafrikanisch-ukrainischen Gespann. Überkopf, fast fehlerlos, Elena Tatarkova. In Filderstadt wurde ja das Doppelfinale gewonnen von Lindsay Davenport und Natascha Zvereva. Im Einzel hatte Lindsay Davenport verloren gegen die Französin Sandrine Testu. Deswegen war sie hier hoch eingeschätzt worden, aber sie verlor schon in Runde 1 gegen eine Qualifikantin aus den USA, gegen Corina Murario, die heute auf Venus Williams trifft, in Runde 2. Wenn alles zumindest von der Papierform hier den zu erwarteten Gang gehen sollte, dann müssten sich Martinez Tarabini hier am Ende doch noch durchsetzen. Und es wäre zu erwarten, dass sie auch das Halbfinale überstehen und dann wohl gegen die Williams Sisters im Finale antreten. Es sei denn, Kurnikova findet zur alten Form und harmoniert mit Amanda Kuzza, sodass es für Serena und Venus Williams heute schon heißen wird, Abschied nehmen hier aus Zürich, zumindest in Sachen Doppel. 5-4, die Führung für Marianne Desvoort und Elena Tatarkova. Aber wie gesagt, ein Break, dann das Rebreak. Es könnte also hier zu einer Entscheidung im Tiebreak kommen, wie im ersten Satz. Da hatten dann Martinez und Tarabini die stärkeren Nerven. Und das bessere Ende mit einem 7-6, aber dann im zweiten Satz unkonzentriert
Die Außenseiterinnen gewannen den zweiten Durchgang 6:3. Und jetzt bin ich gespannt. Diese Doppelkonkurrenz steht hier auch in Zürich bei den European Championships ganz klar im Schatten vom Einzelwettbewerb, wo Lindsay Davenport im Halbfinale auf Dominique van Roos treffen könnte, auf die Belgierin, die ja erstmals zu den Top 10 gehört. Und im unteren Tableau, da hoffen die Schweizer Fans natürlich auf das Spitzenduell zwischen Patty Schnieder und Venus Williams. Conchita Martinez serviert. Patty Schnieder fühlt sich pudelwohl. Kommt hier in den Genuss, zu Hause wohnen zu können, im eigenen Bett zu schlafen. Aber ansonsten ist sie gefragt, wo auch immer sie auftaucht, Autogrammstunden und Pressekonferenzen. Sie trägt das alles mit viel Geduld und Humor, gibt sich locker und fühlt sich nicht sonderlich unter Druck gesetzt. Sie muss hier ihr Aufschlagspiel durchbringen, damit sie mit ihrer Partnerin im Match bleibt. Es sieht demnach aus. 40-0. Wie am gestrigen Abend bei Conchita Martinez. Wieder Licht und Schatten, Höhen und Tiefen in ihrem Spiel. Was ihr zurzeit fehlt, ist die Sicherheit, ist die Konstanz. Marianne de Swart streckt sich, nicht die reaktionsschnellste, wird der Winkel allzu ungünstig, bekommt sie ganz besonders große Probleme, anders als Elena Tatarkova, die sehr gelenkig ist und hier schon ein, zweimal zaubern konnte und ganz schwierige Bälle noch übers Netz brachte. 5 Beide. Gut gedacht, aber doch sicherlich 2-3 Zentimeter im Aus. Und wieder ist es Marianne de Swart, die hier die Kommandos gibt. Elena Tatarkova zuflüstert, wohin der Aufschlag kommen soll. Zweimal unkonzentriert. Elena Tatarkova. Und erneut das Kommando von Marianne de Swart, indem sie kurz sagt, der geht ins Aus. Sie ist die routiniertere der beiden. Sogenannte Unforced Error von der aufschlagenden Spielerin aus der Ukraine. Der zweite Aufschlag, die Break Chance für Martinez Tarabini. Ja, zweimal hatte die Netzkante geholfen. Ausgleichende Gerechtigkeit. 40 beide.
viel Übersicht. Unerreichbar. Kurzcross gespielt von Marianne Desvoort. Martina Hingis ist zwar in der Einzelweltrangliste zurückgerutscht hinter Lindsay Davenport. Das wird auch Ende der Woche so sein, egal wie weit die US-Amerikanerin kommen wird. Aber in der Doppelrangliste Martina Hingis vor Natascha Zvereva und Jana Novotna. Dann Lindsay Davenport auf Platz 4. Lange Besprechung zwischen Desvoort und Tatarkova. Tja, und wird auf der einen Seite immer wieder Karabini gesucht, dann auf der anderen Seite Elena Tatarkova. Natürlich sucht sich ein Doppel immer den vermeintlich Schwächeren aus auf der anderen Seite. Das kann auch ein Spiel der Nerven sein, wenn die Fehlerquote allzu sehr steigt. Führt das zur Frustration und das wiederum zur Verkrampfung. Wieder der Versuch, das Wort zu umgehen, aber zu unpräzise. 6-5-Führung. Für das südafrikanisch-ukrainische Doppel. Gestern gab es natürlich eine Pressekonferenz nach dem Spiel der Nummer 1, Lindsay Davenport. Hier auch ein 1 gesetzt. Venus Williams, die Nummer 2 der Setzliste. Ja, und die Amerikanerin sagte, ich hatte doch schwer zu kämpfen gegen Julia La, lag 1-4 zurück. Die Leute erwarten jetzt Wunderdinge von mir, aber da wird sich entscheidend nichts ändern. Ich bin hochmotiviert. Es macht mir viel, viel Spaß. Als Weltranglisten erste die Turniere zu bestreiten. Der Druck ist damit allerdings auch gewachsen, was für mich hoffentlich nicht von Nachteil sein wird. Jetzt habe ich, wie sie sagte, the first win under my belt, also den ersten Sieg wörtlich übersetzt unter meinem Gürtel. Der ist unter Dach und Fach und ich sprach es an, sie wird auf jeden Fall, wie dieses Turnier auch verlaufen wird, für den Lindsay Davenport die Nummer 1 bleiben. Sie kann hier ihren Vorsprung ausbauen von Martina Hingis. 260 Punkte gibt es für die Einzelsiegerin, aber wir konzentrieren uns jetzt auf die Entscheidung im Doppel. 7-6, der erste Satz für Martinez Tarabini. Den zweiten verloren die beiden 3-6. Und jetzt führen Desvoort und Tatarkova 6-5 im entscheidenden dritten. Und Tarabini schlägt auf. Und ist auf der einen Seite Marianne Desvoort diejenige, die hier die Kommandos gibt, ist es auf der anderen Seite Conchita Martinez. Hervorragend gespielt von beiden Akteurinnen. 40-15. Taktisch wird versucht, über den Aufschlag gleich Druck auszuüben. Und das bedeutet, dass wie in diesem Fall das aufschlagende Doppel nach vorn rückt. Martinez wartet ja schon vorne am Netz und Tarabini rückt sofort nach, um das Feld quasi am Netz zu schließen. Ganz knapp draußen. 40 beide.
Und dann heißt das von der Defensivseite aus, also beim Return, den freien Platz zu suchen, entweder Longline eventuell zu spielen oder die nach vorn eilende, aufschlagende Spielerin im Lauf zu erwischen. Und dann gibt es auch immer die kritische Mitte, wo beide Spielerinnen jeweils versuchen, den Ball zu spielen. Viel, viel Gefühl, Patricia Carabini. Das zeichnet sie aus als Doppelspielerin, als Doppelspezialistin, stark über Kopf und vorn am Netz. Unberechenbar. Wieder aus dem Halbfeld, aus dem Laufen herausgespielt. Möglichkeit zum Ausgleich auf 6 beide vertan. Uff. Am meisten Druck macht hier Marin das Wort. Und damit Break, Chance und Matchball. Der ist gut und damit ist das Spiel entschieden zugunsten der Außenseiterinnen Marianne Desmort und Elena Tatarkova gewinnen nach einem 6:7 im ersten Satz, 6:3 im zweiten und 7:5 im dritten. Ich denke, das war ganz interessant, hier in die Entscheidung live einzusteigen. Wir hatten überlegt, gehen wir nach Wien, bleiben wir in Zürich. Ich denke, es war eine richtige Entscheidung, bei diesem Doppel zuzuschauen. Ich konnte Ihnen ein paar Hintergründe geben, auch zur Einzelkonkurrenz. Und jetzt konzentrieren wir uns im Anschluss an das Duell zwischen Lisa Raymond aus den USA und Nathalie Tussia aus Frankreich. Aber nicht unterschlagen möchte ich natürlich die Gegnerinnen im Viertelfinale. Wer denn aufeinandertreffen? Likovskaya Sugayama und Adams Nyland. Und wer sich dort behauptet, trifft dann im Halbfinale auf Desmort und Tatarkova. Damit nimmt Zürich ein unrühmliches Ende für Conchita Martinez, gestern ausgeschieden in der Einzelkonkurrenz gegen Irina Spirilea mit 2:6 und 6:7. Den Tiebreak verlor sie 0:7 und heute setzt sich diese Negativserie fort. Im Doppel, also auch draußen, ja. Und diese beiden hatten dann doch das bessere Ende für sich und gut lachen. Wir gehen in ein ganz kurzes Werbebreak und dann, wie angekündigt, die erste Einzelbegegnung aus Zürich am heutigen Tag live bei Eurosport. Lisa Raymond gegen Nathalie Tussia. Ich gebe ab an das Sendezentrum in Paris und melde mich dann gleich wieder hier aus Zürich.